Wo wolltest du eigentlich mit deinem Frachter hin? Meine Familie ist tot. Ich wollte einfach nur mal was von der Welt sehen. Na prima, ich gebe dir einen Tipp. Mit geschlossenen Augen wird das ziemlich schwierig werden. Also sehe ich das richtig? Den Piraten haben wir vertrieben und seine vorigen quasi Opfer, die Schiffbrüchigen, haben sie jetzt irgendwie meinen Frachter in Beschlag genommen und das mit einer ziemlich großen Zahl von Leuten, oder was? Was willst du, Süßer? Reden. Lass uns reden, wenn ich ausgeschlafen bin. Wir sind alle am Ende. Ja, zumindest eine paar niedliche Frau an Bord genommen. Das heißt, das Leben in Aqua kann zumindest optisch mal ein bisschen besser werden. Ah! Das verfluchte Licht! Entschuldige. Verschwende! Du hast ein gutes Herz, Junge, aber eine weiche Birne. Das SOS hätte dein Leben kosten können. Dieser Pirat war aber nicht besonders fit. Ja, solange Bellos säuft, ist er nicht schlimmer als eine Seeanemone. Aber wenn er nüchtern ist, pass auf. Was willst du? Wie wär's mit einer Erklärung? Was machen Sie hier? Warum haben Sie mich geentert? Warum? Keine Alternativen. Schau an. Ni Hao, Captain. Du kommst aus dem Shogunat? Ja. Dort werde ich gesucht. Ich habe nicht im Takt getanzt. Werdet ihr mich umbringen? Du hast ein paar gesunde Hände. Wenn du dich nützlich machst, passiert dir nichts. Ich möchte wissen, wo ihr hinwollt. Dem Bowsprit nach, Mann! Immer Amitabs Nase folgen! Und wohin führt die uns? Hoffentlich nach Atacama City. Dort warten Lindy, Mary und Juanita auf mich, Mann. Das ist natural, cool. Dort ist das Wasser am dicksten. Das Leben, Daddy-O. In jedem Hafen mindestens 3 Bräute, Mann. Was wird aus mir? Pass auf. Das hier ist die Tornado-Zone, Mann. Amitab wird sich bei Iron Kings Leuten einschleimen. So läuft das. Eine Hand wäscht die andere. Ein Tipp. Zeig dem Alten, dass du Coronis hast. Eier, Mann. Amitab sieht gerne, wenn eine Sprotte wie du sich beweist. Sei natural. Kooperativ. Was in aller Welt soll ich denn beweisen? Dass du Feuer im Rohr hast, Buddy. Hab gehört, bei Lima 2 machen ein paar Terror-Touris Stress. Die klauen zu Hause irgendwelche Boote und machen Putz. Eine gute Gelegenheit zu zeigen, was du drauf hast. So geht das, Mann. Ich bin dabei. Der ist ziemlich anstrengend, der Typ. Die Crew ist müde und verzweifelt. Wenn dir Stony droht, achte einfach nicht auf ihn. Das sagt sich so leicht. Das Einzige, was du an ihm fürchten musst, ist seine große Schnauze. Mart auf der Brücke, jetzt kannst du beweisen, ob du eine Harpune in der Hose hast. Aber wieso? Ich hab's nicht nötig, was zu beweisen. Was du nötig hast, bestimme ich.
Sag mir, was macht eine Quappe wie du alleine auf so einem Frachter? Ist der Kahn nicht ein wenig zu groß für dich? Es ist der letzte Frachter meiner Familie. Er hat automatische Beladungs- und Löschsysteme. Blödsinn! Du hast keine Fracht an Bord. Was also machst du? Na schön, wollte eben mal was von der Welt sehen. Klein Willy will die Welt sehen, aber die Welt macht ihn bluten. Dort drüben terrorisieren ein paar besoffene, vollgedröhnte Neopolis-Terror-Touristenpfeifen Lima 2. Schlage vor, du bläst denen mal ordentlich die Rohre frei und hilfst ihnen beim Abtackeln. Okay, gut. Warum nicht? Wie sieht die Alternative aus? Stahlblank und scharf wie mein Messer, Junge. Und komm nicht auf die Idee, hier abzuhauen. Ich weiß nicht warum, aber Ned will, dass du bei uns bleibst. Also los, blow the man down. Stoney wedelt vor Freude schon mit dem Schwanz. Ei, Skipper. Wir erweisen den Leuten hier einen Dienst, indem wir Parasiten verscheuchen. Und du erweist mir einen Dienst, wenn du da rausgehst und feuerst. Ach, und noch was, Mann. Die Zone spuckt immer wieder was Feines aus, wenn man diese ELF-Knotenpunkte schützt. Okay, ich würde sagen, wir haben eine neue Mission, oder? Das ist ja letztlich auch irgendwo das Schöne bei diesem Spiel bei Aquanox, sowohl 1 wie auch 2, wobei ich Aquanox 1 einen Zacken cooler finde. Wir haben im Prinzip eine Verknüpfung von einem Art, es ist schon sehr Adventure-lastig, es wird unheimlich viel gelabert. Das Spiel, die Entwickler hier, ich glaube aus Mannheim kommen die, oder waren die mal, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt, das Entwicklerstudio. Den Publisher gibt es definitiv nicht mehr. Die wollten uns eben diese Welt so richtig schön aufblasen und Atmosphäre füllen, und dadurch ist es eher Adventure-lastig irgendwo geworden, sehr viel, eigentlich sehr viel belangloses Gequassel, was aber uns ja helfen soll, im Prinzip ins Spiel reinzukommen. Das ist halt dann Geschmackssache, ob einem das gefällt. Und dann dadurch haben wir im Prinzip so zwei Elemente, die sich vereinen. Auf der einen Seite haben wir eben dieses Adventure-Ding, dann natürlich die ganze freie Beweglichkeit, also diese Beweglichkeit da in dem Ozean, in Aqua, ja. Und Missionen annehmen, Schiff ausbauen etc. Und dann eben im Prinzip dieses Kernkonzept, wir eiern mit unserem kleinen Boot draußen im Ozean rum und ballern auf irgendwas. Und dadurch hat mich eben diese ganze Reihe Schleichfahrt, Aquanox 1, 2 immer so ein bisschen irgendwie an Wing Commander erinnert. Auch unheimlich viel gequasselt, unheimlich viel Story. Ihr habt die Daten des nächsten Nachtpunkts bei Lima 2. Macht, dass ihr dahin kommt. Auf der anderen Seite im Prinzip eine Simulation. Wir haben zwar hier keine Raumschiffe, wir sind im Ozean, aber die Spielweise ist relativ ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Torpedos abfeuert. Treffe doch mal zwei Terrorfreaks. Stoney und Mayday, ihr haltet euch zurück. Lasst den Kleinen da mal ran. Verstanden. Mann, Skipper, und ich hätte so gerne mal mein Rohr durchgeputzt. Hi, Baby. Das machst du schon gut. Nächste Woche lernst du dann, wie man mit der Gabel isst. Auf zum Nachpunkt. Vielleicht findet ihr da noch was für unseren Frischling. Er schießt sich langsam ein. Ein Torpedo habe ich abgefeuert. Ich habe aber alle möglichen Tasten gedrückt, deshalb weiß ich nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Los jetzt, Quappenfurz! Mach Schrott aus dem Scout!
Billy Boy? William, du feuerst wie ein alter Mann pinkelt. Das kannst du besser. Maul halten, ihr Schwätzer. Seht euch beim nächsten Nachtpunkt um. Ui. Zeig, was du drauf hast. Das sind Killer. Erledige die Typen. Skipper, vielleicht sind das ein wenig viel Dreckärsche für den Kleinen. Lass ihn. Da muss er alleine durch. Ich weiß nicht. William ist so ein Süßer. Wir sollten ihm helfen. Nein, der hat recht. Das schafft der Kleine nicht. Ich halte ihm mal das Händchen. Ja, mir juckt nicht nur mein Schussfinger, ich brauch Action! Hey, ihr beiden Kindsköpfe, hab ich nicht! Was soll's, ich gönn euch den Spaß! Hab grad den Bomber in eurer Nähe gecheckt, eine Menge Torpedos. Wer ihn auf Grund setzt, dem spendiere ich eine Runde davon. Ich... Gut gemacht, Jungchen. Wir teilen uns den Harry später. Nette Beute. Schön. Ordentlich Beute gemacht. Harvester. Frachter der Drake Enterprises. Ach, da hat was zu sagen, okay. Woher kommst du? Was willst du? Ich... Das ist mein Schiff. Verzeihung, dass ich nicht ins Dekor passe. Oh, ich... Ich geh dann mal. Den find ich lustig. Gut gemacht, Drake. Ich sehe in deinen Augen Tapferkeit, aber auch... Was? Rastlosigkeit. Sieh dich vor. Und was ist mit Stoney? Er ist verschwunden. Das Übliche. Wir können ihn nicht an die Leine legen. Je länger er weg ist, umso schlimmer Amitabs Moral predigt. Amitab hat eine Moral? Das wundert mich aber. Wundere dich nur. Das ist ein guter Anfang. Du bist schnell, Drake. Eine gezogene Waffe. Hä? Danke. Ohne Munition. Noch. Unser Fight hat Spaß gemacht, Kleiner. Niemand kann einfach zusehen, wie ein paar Spinner eine Station überfallen. Vergiss es. Bleib in meiner Nähe, ja? Wir beide sind ein gutes Team. Wieso? Wie meinst du das? Denk nach, Xiao Long. Du... Und ich? Die geht aber ran. Cool. Wei hey, blow the man down! Du hast dir gerade einen weiteren erbärmlichen Tag deines Lebens erkauft, Willy. Hast es gemerkt, was?
Schiffe der Atlantischen Föderation sind schnell. Zu schnell für ihre Manövrierfähigkeit. Danke, Skipper. Aber was ist mit Stoney? Pff, ab und zu kriegt er einen Rappel. Seine Alleingänge enden immer im völligen Chaos. Der Junge ist mit dem Kopf zuerst auf diese Welt gekommen. Flutsch, rums, ouch. Was soll ich jetzt tun? Faziad ist unser Auf- und Abräumkommando. Er räumt das Schlachtfeld auf und birgt, was noch brauchbar ist. Hände aus Gold. Geh und hol dir deinen Harry ab. Meinen was? Ach, deine Beute, Kindskopf. Eigentlich kommen alle mit dem Kopf voraus auf die Welt. Ansonsten ist es eine Steißgeburt und das ist nicht so gesund. Ah, Wack and Willy. Nicht schlecht geschlagen, Junge. Ja, ja, Überfälle werden immer häufiger. Was wollten die auf Lima 2? Ihren Spaß. Terrortouristen aus dem übersatten Neopolis. Sie brauchen den Kick. Als wir noch in Neopolis wohnten, gab es sowas nicht. Ach, Aqua wird älter, Drake. Und mit jedem Jahr hässlicher. Aber jetzt hör zu. Amitabh hat's gerne, wenn wir nicht alle Frachter, denen wir begegnen, kaputtballern. Wenn du sie nur mit einer EMP-Waffe lahmlegen kannst, kann ich raus und jede Menge Beute holen. Wir brauchen diese Ausrüstungen. Muni, Waffen, Credits. Ja, dann gib mir eine entsprechende Waffe und dann mache ich das auch. So, aber, Freunde der Nacht, ich würde sagen, ich weiß, jetzt werden wir mit Steinen nach mir geworfen, im Sinne von, Monty, irgendwelche komischen Spiele, da machst du mir 10 Videos und von einem coolen Spiel wie Aquanox 2, da machst du schon nach einem Video. Also erstens muss ich echt mal jetzt gucken, gleich mal nach der Aufnahme, ob das überhaupt ein Video wird oder ob ich das nicht wieder in der Mitte durchschneiden muss, weil ich wieder viel zu lange gespielt habe. Aber dann mal davon abgesehen, natürlich macht das Spaß und natürlich habe ich auch Lust drauf weiterzuspielen, weil mir hat das schon damals ganz gut gefallen bei Aquanox 2 oder Aquanox 1, dass hier eben relativ viel Adventure war. Aber ich mag ja auch deshalb wohl auch einfach Spiele, die in Deutschland hergestellt werden, typisch deutsche Spiele. Mir gefällt das, wenn ein Spiel nicht einfach extrem eindimensional ist, sondern sich wirklich aufpustet. Deshalb mag ich auch die Elder Scrolls reich. Gut, die ist nicht aus Deutschland, ist klar, aber die ist halt ähnlich. Ja, auch extrem satt, übersatt teilweise, wobei die letzten Titel, ich weiß gar nicht genau, warum die Leute immer sagen, Skyrim wäre der beste Teil. Also ich finde ja persönlich Morrowind immer noch den besten Teil bei den Elder Scrolls Spielen, aber egal, ja, können wir lange und breit darüber diskutieren. Mir geht es jetzt aber erstmal wirklich darum, Fest und Faktor Games Archiv, ich will euch das Spiel zeigen. Es gibt ja Leute, die kennen das echt nicht, Schleichwart, Aquanox 1 und 2. Wie sieht das aus, was macht man da überhaupt? Und das haben wir jetzt ja auch gesehen, also wobei... Moment. Okay, also erstmal wird das Spiel jetzt noch ein bisschen weiter gequasseln, damit wir eine neue Mission bekommen, dann fliegen wollte ich schon sagen, dann fahren wir wieder irgendwo hin. Auf jeden Fall, ihr kennt das vielleicht ja noch aus dem Video zu Aquanox 1 und so, wir bewegen uns eben zwischen diesen verschiedenen Stationen hin und her, sind wir auch in diesen Stationen, da gibt es noch mehr Gequassel, auch sehr viele Unterhaltungen, die eigentlich für das Spiel überhaupt nicht relevant sind. Da finde ich, ist dieses Spiel immer so ein bisschen verwandt gewesen mit der X-Reihe, also hier mit der X-Reihe. Habe ich euch, glaube ich, mittlerweile die meisten Teile schon gezeigt von X, oder? Weiß ich gar nicht genau. Wollte ich auch das eine, den einen Teil wollte ich euch sogar noch ein bisschen weiter mal spielen, den ich selbst noch nicht so gut kannte. Da bin ich euch gut gefallen. Ich glaube, der letzte Teil war es. Obwohl der ja sehr in Kritik stand. Egal, ich will jetzt den Mitspieler abschweifen. Okay, also wie gesagt, also Aquanox 2. Erstmal jetzt ein Einblick-Video für den Faktor Games Archiv. Was ist das für ein Spiel? Wie sieht das aus? Was macht man da überhaupt? Und, wie gesagt, mir gefällt das Spiel sehr gut und es läuft offensichtlich auch sehr problemlos bei meinem neuen System. Dementsprechend würde ich sagen, können wir gerne wiederkommen, können wir gerne noch ein bisschen hier rumeiern und was kaputt schießen, kein Problem mit. Aber ich bin unheimlich in der Zeitdruck. Ich habe im Moment Real-Life-technisch so viel um die Ohren, dass ich jetzt relativ lange schon nichts mehr gescheit zocken konnte. Meine Festplatte läuft voll, weil ich ständig neue Spiele bekomme, die jetzt in Factor Games erschießen sollen und dann ich installiere und ich muss das einfach irgendwann mal alles wegspielen. Hört sich zwar echt doof an, aber die heilige Mission, ja, das in Factor Games erschief.
Und da muss ich jetzt einfach mal gucken, dass ich mal zu Porto komme. Dementsprechend hier festhalten, wir wissen jetzt, alle, die es noch nicht kannten, was sind das überhaupt? Die schon kannten, ja, brauchen wir nicht weiter reden. Und wir kommen wieder her. Also dann, ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.